Servus LinkedIn, Servus YouTube. Ich bin mal gespannt, wo ich mehr Likes bekomme. Also, wenn euch das Video gefällt, unbedingt liken. Ich will den absoluten Fight. Und den absoluten Fight möchte ich auch wieder BIM-technisch darstellen. Es gibt zum Beispiel ein Problem, wo der Konstrukteur den Ingenieur braucht. Es geht hier um den Positionsplan. Zum Beispiel statische Positionen müssen vergeben werden. Ich habe jetzt einfach mal hier meinen Assistenten hier ins Teilbild gelotst, um einfach mal alles Mögliche auszuprobieren. Ich gehe auf Attribute exportieren und habe in den CS Concept Bodies Ingenieurbau die Möglichkeit von verschiedenen Export Reports mich zu entlanghangeln. Ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt einfach mal den Betonbau auswerten. Betonbau, okay. Doppelrechtsklick heißt alles auswerten. Und jetzt kommt eine Excel-Tabelle, die kann ich jetzt dem Ingenieur an die Hand geben. Er hat hier die Abmaßungen, er hat hier die Objektnamen, um was es sich hier handelt. Er hat hier die Betonart zum Beispiel. Der sagt, nein, ich möchte Normalbeton, ich möchte hier WU-Beton, Leichtbeton oder sonst irgendwas haben. Sichtbeton, dann kann er das hier zum Beispiel ändern. Wir haben hier eine Schachtwand, dann sagt er, nee, das brauchen wir anders. Statische Position. Ihr könnt natürlich das Ganze auch einzeln definieren. Also ihr sagt, ja, ich brauche es jetzt nur mal von einem Teilbild. Nehmen wir das hier so an. Dann wird es nämlich ein bisschen übersichtlicher. Und das könnt ihr am Stück für Stück geben oder auch nicht. Und dann kann der sagen, okay, ich brauche jetzt statische Position. Das ist eine Bodenschachtwand. Das ist bei uns die WA10. Die Bodenplatte ist die BP01 und die ist hier identisch. Achso, dann macht er 2, ja, passt doch. Bodenplattenverstärkung, die ist auch in der BP01 enthalten und so weiter und so fort. Und man kann da sagen, okay, die Objektschachwand ist wieder die WA10 und die normalen Wände sind die WA03. Anbringen. Dann speichert man es einmal ab. Wir schließen das Ganze und gehen auf Attribute importieren. Wunderbar. Heutiges Datum. Und jetzt sagt uns Albion, möchtest du diese Objekte verändern mit diesen Attributen? Das hier wird getätigt. Ich sage mal okay. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel das Ganze beschriften will, dann beschriften wir mal hier nach der nach statische Position. Ah, hier haben wir die WA3. Ah, WA3. Das war die Bodenplatte. BP01. WA03. Schachtwand WA10. Und so einfach kann es gehen. Ist das nicht mega geil? Also, sorry für den Ausdruck, aber ich bin voller Euphorie, was ich da für eine Waffe gerade für euch zusammenbastel. Ja, lasst ein Like da und teilt es, damit auch andere von diesem spektakulären Tool erfahren. Jetzt wird's toll, jetzt wird der Ingenieurbau einfach nach oben gepusht. Servus, ciao, euer Peter.